Deine Stellenanzeigen sind tot. Deine Bewerber sind entweder nicht vorhanden oder von der Qualität her so, dass du sagst, ich hätte lieber gar keine. Hey, ich bin Alex von reinigungspersonal.jetzt. Und woher ich das weiß? Nun, es ist mein täglich Brot, damit zu arbeiten. Wir arbeiten konstant an Stellenanzeigen, Stellenangeboten. Warum ist das so geworden? In den letzten Jahren hat ja alles super für dich funktioniert. Was hat sich geändert? Naja, zum einen, der Ort, wo du suchst, ist mittlerweile der falsche geworden. Dieser Fachkräftemangel in Deutschland ist, ich sage immer, teilweise real, weil die Menschen sind ja nicht weg. Ne? Wir haben immer noch 82 Millionen Bewohner in Deutschland. Das heißt, die Fachkräfte können nicht weg sein. Was passiert ist, es hat eine Verlagerung stattgefunden. Es gibt ein Überangebot an Jobs und ein Unterangebot dementsprechend an Arbeitnehmern. Wer das beste Angebot macht, kriegt die besten Arbeitnehmer. So, und jetzt geht es um dein Angebot. Wo machst du das im Moment? Machst du es auf eBay und auf Jobbörsen? Wer ist da? Wer ist der Fisch in dem Teich auf dieser Jobbörse? Welcher Fisch, wenn du so möchtest? Das sind die Leute, die aktiv nach Arbeit suchen. In unserer Branche sind das aber nur 13% der Gesamtangestellten. Das heißt, du lässt 87% einfach mal so liegen, die nichts von dir wissen. Im schlimmsten Fall wissen sie nicht, dass es dich gibt. Was wäre jetzt deine Aufgabe? Naja, Sichtbarkeit. Jetzt sagst du, Alex, hör mir auf mit Sichtbarkeit, ich bin doch auf Facebook. Ja, Facebook bist du, das finde ich schon mal super. Da sehen wir uns im Übrigen auch gerade. Oder Instagram. Ich bin nicht so sicher, aber wir finden uns. Lass mich weitermachen. Du benutzt dein Facebook-Profil aktiv für die Akquirierung von neuen Mitarbeitern? Wenn nein und du auch noch Kundenaufträge mit diesem Profil generieren möchtest, dann bringst du den Algorithmus von Facebook so durcheinander, dass er am Ende gar nicht mehr weiß, wer du bist und vor allen Dingen, was du machst. Deine Posts, ne, ich gehe mal ein bisschen tiefer in die Materie, deine Posts werden aktuell, und das gilt für jeden, sogar für mein Profil, ausgespielt an ca. ein Drittel der Leute, die entweder Follower sind oder gefällt mir gedrückt haben für deine Seite. Schau einmal rein, wer das ist, ob du sehr spezifisch nur Leute, die deiner Seite folgen, hast, wo du sagst, das sind meine potenziellen Bewerber, die wollen. Gut, ein Drittel davon würden dann den Post bekommen und dann wäre der für die ja relevant. Die suchen ja nach einem Job. Jetzt wird es aber vermutlich sein, wie auf jeder anderen Seite, du wirst deine Kunden hauptsächlich da drin haben und du wirst vielleicht noch ein paar Freunde und Bekannte ebenfalls, die deine Seite gefällt haben. All diese Leute kriegen deine Stellenanzeige vorgespielt. Wie viel davon sind deine potenziellen Bewerber? Null nehme ich an, beziehungsweise vielleicht eins. Damit löst du nicht dein Problem, dass du wachsen, skalieren möchtest, weil du hast einen Bewerber, bräuchtest aber mindestens 10, weil du ja aus Erfahrung schon weißt, dass du von 10 Bewerbern vielleicht nur 5 einstellst, weil Dinge fehlen wie ein Führerschein oder Kleinigkeiten. Also es wird ein Zahlenspiel werden. Wie kannst du dieses Zahlenspiel zu deinen Gunsten verändern? Mit Reichweite. Und dabei kann ich dir helfen. Und zwar sehr schnell, sehr groß, dass wir deine Anzeige auf die Facebook-Ebene, auf die Instagram-Ebene bringen, damit die Leute auch wissen, wer du bist, was du bist und vor allem, welches Angebot du offerierst. Auch da wieder ein kleiner Tipp. Fahr ins nächste Dorf oder fahr in die nächste Stadt, je nachdem, wo du gerade wohnst oder bist, und frag eine völlig fremde Person, ob sie A, weiß, wer du bist. Das ist nicht ganz so wichtig als Unternehmer. Viel wichtiger ist, ob sie weiß, dass du einen Job zu vergeben hast. Und genau so geht es den Menschen da draußen. Leute in deinem Netzwerk wissen natürlich, dass du einen Job zu vergeben hast. Wenn aber da deine Bewerber wären, hättest du nicht das Problem und müsstest dieses Video nicht schauen. Von daher, lass uns mal drüber reden, wie wir deine Reichweite erweitern können. Und zwar schnell und einfach. Ich wünsche dir einen tollen Tag, Alex.